mit Schniert. Wie groß ist die Chance? Ja, groß. Also wir bestimmen ja, wie groß die Chance ist. Jeder freut sich auf das Spiel. Ist ein Highlight-Spiel und genauso gehen wir es auch an. Du hast dir die Unioner noch angeguckt. Die haben Frankfurt im Rücken, Bayern vor der Brust. Was haben die Eisernen für einen Eindruck gemacht auf dich? Ja, ich glaube, das, was man immer von dem Verein sieht, die halten zusammen, die spielen extrem gut, sehr kompakt. Also der neue Trainer. Sehr gute Statistiken, auch was gegen den Ball und Kompaktheit angeht. Führen viele Zweikämpfe. Also ich muss sagen, es wird auf jeden Fall eine Hausnummer und sind nicht umsonst Platz 5 in der Bundesliga. Platz 4, glaube ich sogar, wenn man die Statistiken sieht. Lieben beide Teams es zu verteidigen, können es vor allen Dingen auch zu verteidigen, kassieren sehr wenige Gegentore. Was wird das für ein Spiel, was da auf die Fans Mittwochabend zukommt? Ja genau, wir wollen uns weniger am Gegner orientieren, sondern wollen unsere Lösung finden, so wie auch in den Meisterschaften. Trotzdem ist es natürlich ein anderer Gegner mit viel, viel mehr Niveau. Aber es gilt halt, unsere Idee durchzusetzen. Klar, wir werden auch verteidigen müssen, aber genauso müssen wir auch die wenigen Torchancen, die wir uns erarbeiten, noch nutzen. Arminia kennt das aus der Vergangenheit selten, dass man so im Dreitagesrhythmus spielen muss, englische Wochen am Stück hat. Was macht das aktuell mit euch, mit den Kräften? Ist noch ausreichend vorhanden für Union? Ja, auf jeden Fall. Wer in so einem Spiel irgendwie über Belastungsstörungen nachdenkt, ist fehl am Platz. Ist ein Highlight-Spiel, ausverkauftes Haus gegen Bundesligisten zu Hause. Ich glaube, das reicht an Motivation. Wie sieht's denn personell aus? Da gibt's einige Hoffnungsträger, die aufhorchen lassen, die vielleicht zurückkehren könnten in den Kader. Ja genau, so trainieren tun gerade wieder alle. Das heißt also Lippert, Hiltermann und Buschelab sind auch wieder dabei. Das heißt, die kommen auch wieder weiter näher an den Kader ran, sind jetzt auch wieder fitter. Der Einzige, der ausfallen wird, ist Joel Felix. Und da sieht es jetzt auch für die nächsten Wochen nicht so gut aus, hast du angedeutet. Wie kommt es dazu? Mit was für einer Ausfallzeit rechnet ihr? Ja genau, es wird wohl noch einige Wochen dauern. Hat halt einen Pferdekuss bekommen, wo man vorher auf den Bildern nicht sehen konnte. Er musste mal wieder punktiert werden, das heißt, wurde Flüssigkeit abgesaugt und dann wurden neue Bilder gemacht, wo man dann den Muskel sieht. Der Muskel hat ein bisschen was abbekommen, das heißt, ich rechne jetzt nochmal mit so 3-4 Wochen Ausfallzeit. Letzten Monate war Jerry Hildermann immer so das große Fragezeichen, auch die Sturmhoffnung, die man sich erwünscht hat, jetzt vielleicht auf den Sprung in den Kader. Wie weit ist er, wie geht er das an? Er ist auf jeden Fall nah dran. Im Endeffekt hat er bis jetzt 3-4 Einheiten gemacht, was noch relativ wenig ist. Aber trotzdem macht er sich im Training gut und ich glaube, in den nächsten Wochen werden wir ihn wieder sehen. Gibt es was Geileres als Pokalnacht Mittwochabend gegen einen Top-Bundesligisten auf der Alm in der Schick-Arena? Ganz klare Antwort, nein. Viel Spaß, viel Erfolg dabei. Danke. Danke auch.